Bis zuletzt mussten die deutschen Fans zittern, wie hier auf der Berliner Fanmeile, bangen und hoffen auf den ersten EM-Gruppensieg. Und dann war es soweit, 1:0 gegen Portugal, der perfekte Start ins Turnier ist geglückt und auch vor Ort in Lemberg überschwängliche Freude. Deutschland, 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 Deutschland. Ja, war super, natürlich im Endeffekt verdient, dass sie gewonnen haben und freuen uns alle, dass für uns auch die Reise sich gelohnt hat. Im Endeffekt war es ja kein gutes Spiel, aber im Endeffekt war es nicht unverdient. Portugal hat viele Chancen gehabt. Ronaldo, Nani, zweimal alle, zweimal alle. Was very good. Mesut Özil, Turkish very good. Özil! Nicht Mesut Özil, sondern Mario Gomez. Er löste mit seinem 1:0 die deutschen Anhänger. Nach einer Flanke von Sami Khedira von halb rechts köpft Gomez, der überraschend für Miroslav Klose in der Startelf stand, den Ball ins Tor zum 1:0. Ja, souveräner Sieg, würde ich sagen, auf jeden Fall. Die haben wir hergespielt. Glücklich gewonnen. Nein, aber glücklich. Gewonnen ist gewonnen, das fragt morgen keiner mehr. Auch die Defensive hatte Bundestrainer Joachim Löw kurzfristig umgestellt. Für Mertesacker spielte Hummels. Der Dortmunder hatte im Training schon den richtigen Riecher und wusste die Löw'schen Signale richtig zu deuten. Im Training werden mehr Situationen, sag ich mal, gelobt, werden mehr Situationen kritisiert. Das ist dann schon oft so, dass man da ein bisschen was daraus ableiten kann. Es kann dann auch trügen, das Gefühl. In dem Fall war es dann aber so, dass ich auch gedacht habe, es sieht gut aus. Die Abwehrleistung, die war insgesamt überzeugend. Nur nach vorne fehlte der Esprit. Hauptsache gewonnen. Mit 3 Punkten im Gepäck reiste die DFB-Auswahl am späten Abend noch zurück ins EM-Quartier nach Danzig. Und während sich die Profis wohl gedanklich schon auf den nächsten Gegner am Mittwoch, die Niederlande, einstellten, wurde in Berlin erstmal ausgiebig gefeiert. Fehlstart verhindert. Titelverteidiger Spanien hat bei der Fußball-EM einen Fehlstart verhindert. Ein Treffer von Cesc Fabregas sicherte dem Weltmeister gegen bemerkenswert starke Italiener ein 1:1. Joker Antonio Di Natale hatte den viermaligen Weltmeister zuvor in Führung gebracht. Der eingewechselte Fernando Torres vergab kurz vor Schluss 2 gute Möglichkeiten. Oranje unter Druck. Die geballte Offensivpower der Niederlande hat es nicht geschafft. Gegen Dänemark verlor die Elftal mit 0:1. Arjen Robben traf nur den Pfosten. Klaas-Jan Hüntelaar scheiterte an Keeper Andersen und Robin van Persie schlug ein Luftloch. Nun müssen die Holländer am Mittwoch gegen Deutschland schon gewinnen. Sonst droht Oranje das vorzeitige EM aus. Folgt Lewandowski Kagawa? Die Gerüchte über einen Wechsel von Robert Lewandowski vom deutschen Meister Borussia Dortmund zu Manchester United halten an. Angeblich soll Man U 18 Millionen Euro für den polnischen EM-Torschützen geboten haben. Es wäre der 2. schmerzliche Abgang beim BVB nach Shinji Kagawa. Nachteil England. Böse Überraschung für Englands Trainer Roy Hodgson. Auf dem Trainingsrasen in Krakau fehlte der Elfmeterpunkt. Ob der Teamchef Elfmeter trainieren wollte, bleibt ungeklärt. Fest steht aber, dass etwas Training vom Punkt den Briten durchaus guttun würde.